Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Medizin im Gespräch aus dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Heute befassen wir uns mit einem sehr interessanten Thema. Es geht um psychosomatische Krankheitsbilder. Und dazu ist mein Spezialist heute Herr Dr. Thomas Schmelter. Sie sind Facharzt für psychosomatische Medizin und verantwortlicher Oberarzt der neuen psychosomatischen Klinik hier am Leopoldiner. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Herr Dr. Schmelter, was ist denn überhaupt Psychosomatik? Diesen Begriff hört man seit einigen Jahren ja immer häufiger. Was genau steckt denn hinter psychosomatischer Medizin? Die psychosomatische Medizin, die beschäftigt sich mit den Krankheiten und Störungen, bei denen Psychisches und Soziales eine besondere Rolle spielt. Das kann so sein, dass psychische und soziale Faktoren dazu führen, dass man Symptome bekommt wie Angst oder Depression, aber auch körperliche Symptome wie zum Beispiel Schmerzen. Es gibt aber auch den umgekehrten Weg, dass körperliche Erkrankungen dazu führen, dass man, dadurch, dass man schwer damit fertig wird, ihrerseits zu psychischen Symptomen führen. Sozusagen schaut die Psychosomatik in zwei Richtungen. Und jetzt haben Sie ja hier diese neue Abteilung, diese neue psychosomatische Klinik am Leopoldiner. Dieses Konzept ist einzigartig in der Region. Beschreiben Sie uns doch einmal, was jetzt hier genau aufgebaut wurde. Wir haben hier eine psychosomatische Klinik am Leopoldiner Krankenhaus mit 20 Betten. Das heißt, es ist eine psychosomatische Klinik an einem Allgemeinkrankenhaus. Und das gibt es hier in Unterfranken so bisher nicht. Es gibt einige psychosomatische Kliniken hier in der Gegend, aber die sind nicht angebunden an so ein großes Versorgungskrankenhaus. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist, dass es sich dabei um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Leopoldiner Krankenhaus und der Psychiatrie in Werneck handelt. Das heißt, die Spezialisten aus Werneck sind dann auch hier zuständig und Ansprechpartner. Genau. Sozusagen, wir haben das Leopoldiner Krankenhaus mit seinen Möglichkeiten, auch mit seinen vielen Fachabteilungen. Aber das psychosomatische und psychiatrische Know-how kommt und das Personal kommt aus Werneck. Gut, und die anderen Vorteile für die Patienten sind jetzt sicherlich, dass hier auch das große Haus angeschlossen ist, dass alles Körperliche genauso mitbehandelt werden kann. Genau, das ist das Interessante und Gute daran, dass man die beide Aspekte, das steckt ja auch in diesem Begriff Psyche und Soma heißt Körper drin, dass man das hier besonders gut zusammenführen kann. Jetzt ist es ja so, es werden ja heutzutage schnell psychische Diagnosen gestellt, vielleicht manchmal sogar zu schnell und es wird vielleicht viel zu viel, zu klein kategorisiert und diagnostiziert. Gibt es denn jetzt handfeste Indikatoren, wie psychosomatische Erkrankungen entstehen können und was es dann genau bedeutet? Natürlich gibt es viele Untersuchungen, welche Einflüsse zu psychosomatischen Störungen führen können. Aber letztlich geht es immer darum, bei dem einzelnen Menschen herauszufinden, wie ist denn da der Zusammenhang? Wie ist da das Wechselspiel zwischen Körper und Psyche, zwischen Psyche und Körper? Und jeder kennt ja schließlich aus seinem Umfeld auch Menschen, die klagen über Schmerzen, über Belastungen, über andere Beschwerden. Und es wird sicherlich erst immer beim Körper danach gesucht. Wird denn da zu spät auch nach den psychischen Faktoren geguckt? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich eine gründliche und sorgfältige körperliche Diagnostik. Die ist unentbehrlich. Aber wir können und brauchen auch einen Blick für die psychischen Zusammenhänge. Die gibt es bei allen Störungen. Wir sind ja nicht zerschnitten in Psyche und Körper, sondern wir sind ja eins. Und von daher geht es eher darum, sowas gut in den Blick zu nehmen und nicht das eine oder andere ganz auszublenden. Welche Störungen genau behandeln Sie denn hier im Leopoldiner denn? Die Psychosomatik ist ein weites Feld, aber dadurch, dass wir hier in einem großen somatischen Versorgungskrankenhaus sind, sind wir natürlich besonders darauf eingerichtet, Menschen zu behandeln, bei denen schwere körperliche Erkrankungen festgestellt worden sind und die damit psychische Beschwerden haben, beziehungsweise bei denen sich nach sorgfältiger Diagnostik herausgestellt hat, dass die körperlichen Befunde die Beschwerden nicht erklären. Ja, und genau für diese Klientel, für diese Menschen, halten wir besonders unser Angebot vor. Dazu gehören natürlich auch die Angststörungen, die Depressionen oder sonstige schwere Belastungsreaktionen. Sie haben es gerade angesprochen, sorgfältige Diagnostik. Das ist jetzt auch mein Stichwort. Wie können Sie denn in Ihrem Bereich diagnostizieren? Wie geht das vor sich? Das eine, wir
brauchen die körperliche Diagnostik ganz entscheidend. Das ist die Grundlage. Es geht nicht um entweder oder. Ja? Und wenn wir dann wirklich gut verstanden haben und wissen, was ist denn an organischer Erkrankung da, beziehungsweise was wird durch die organische Diagnostik nicht erklärt, dann können wir sozusagen die psychosomatische Diagnostik machen. Und die besteht darin, wirklich gut den Lebensweg, die aktuellen Belastungen und die Verarbeitung der Situation mit dem Patienten zu erarbeiten und dann zu einem Verständnismodell kommen, warum ist das denn bei diesem Menschen so? Das heißt, Sie stellen den Menschen wirklich in den Mittelpunkt, ein sehr spannendes Thema. Liebe Zuschauer, gleich geht es weiter beim Medizin im Gespräch. Wir machen eine kurze Pause. Liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Medizin im Gespräch aus dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Mein Gast ist heute Dr. Thomas Schmelter. Sie sind hier der Leiter der psychosomatischen Abteilung im Leopoldiner Krankenhaus. Herr Dr. Schmelter, wie kann man denn überhaupt als Patient in den Genuss dieses Hauses kommen, wenn man schon hierher kommen muss? Der Weg ist einfach. Man kommt mit einer ärztlichen Einweisung, wenn ein niedergelassener Arzt denkt, das ist nötig. Und um zu klären, ob das, was wir machen, wirklich für die Problematik dieses Patienten geeignet ist, machen wir ein ambulantes Vorgespräch und dann kann die Aufnahme mit einer Einweisung ganz schnell erfolgen. Und es gibt noch, wenn man sich vorher informieren will, sozusagen denkt, ich weiß vielleicht gar nicht, ob das für mich das Passende ist, dann haben wir freitags nachmittags um 14 Uhr eine Informationsrunde, wo jeder, der sich interessiert, kommen kann, sich die Station, das Therapieangebot anschauen kann und dann weiter mit seinem Hausarzt oder seinem Facharzt überlegen kann, ob vielleicht eine Behandlung hier sinnvoll ist. Wir haben uns das auch schon mal angesehen, die Räumlichkeiten. Wir sehen jetzt gerade einige Bilder. Beschreiben Sie doch mal kurz, was hier alles angeboten wird, was wir jetzt sehen können. Im Zentrum der Behandlung steht das Gespräch. Das ist ja auch kein Wunder. Ja? Das Gespräch in Gruppen. Wir haben ein intensives Angebot an Gruppentherapien, das Einzelgespräch, aber auch, wir nennen das multimodale Therapie. Wir haben die sogenannten nonverbalen Verfahren. Das ist Musiktherapie, das ist Kunst- und Gestaltungstherapie und das ist auch die Bewegungstherapie. Dazu kommt Entspannungsverfahren und, das gehört auch dazu, neben den Medikamenten, die manchmal wirklich sinnvoll und hilfreich sind, dass wir das Umfeld des Patienten im Gespräch mit einbeziehen. Also Sie stellen wirklich die Patienten in den Mittelpunkt und gucken, wie der auch lebt und versuchen dann noch Veränderungen vielleicht vorzunehmen oder wie weit kann ein Patient kommen in den 6 Wochen, die er hier stationär untergebracht ist? Das ist sehr, sehr verschieden. Viele plagen sich mit so einer Störung ja schon lange herum. Und da ist es schon ein großer Erfolg, wenn überhaupt etwas Positives in Gang kommt. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch manchmal wirklich erfreuliche Besserungen, die allerdings meistens erstmal in den Alltag transferiert werden müssen. Insofern ist im Anschluss eine ambulante Behandlung meistens sinnvoll und nötig. Aber die soll nicht ein Leben lang dauern, sondern man ist ja nicht dazu da, ständig zum Therapeuten zu laufen. Es ist doch immer noch so, dass wenn man eine psychische Erkrankung hat, ist man irgendwie stigmatisiert. Warum ist das so? Wir beobachten zweierlei. Einerseits nimmt in der letzten Zeit das Verständnis für psychische Faktoren und psychische Zusammenhänge wirklich zu. Und trotzdem ist es doch meistens leichter zu sagen, ach, das ist nur bei den anderen so und nicht bei mir. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sehr auf Leistung und Stärke hin orientiert ist. Und das Umgehen mit der eigenen Psyche oder dem, was ich vielleicht nicht so gut kann oder was mir schwerfällt, wird leicht als Niederlage gedeutet und befürchtet, dass es so gesehen wird. Und dabei ist es eigentlich eine gute Form von Mut, wenn man sagen kann, ach ja, da gibt es auch Dinge, die mir etwas ausmachen. Und ich kann lernen, besser mit mir umzugehen. Aber umgekehrt sind das dann wahrscheinlich auch die Resultate aus dieser modernen Gesellschaft, die wir hier haben. Also dass nicht jeder immer
am maximalen Limit ist und das auch nicht schafft oder nicht möchte. Und dann ist er gleich, fällt er unten durch und hat gleich eine psychische Komponente mit drin. Das ist sicher auch ein Ergebnis gesellschaftlicher Entwicklung, zunehmenden Leistungsdrucks, von Ökonomisierung und auch von vermehrter Individualisierung. Ja? Also Leute, die aus sozialen Zusammenhängen eher rausfallen oder viel alleine sind, die haben es manchmal schwerer, mit psychischen Faktoren zurechtzukommen. Ja, wie sind denn jetzt die Therapien genau nochmal gestaltet? Also was können Sie nochmal hier anbieten für die verschiedenen Probleme, die Sie hier behandeln? Wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen, dass wir nochmal einen kleinen Überblick haben über alles? Wenn Sie hier als Patient kommen, bekommen Sie einen Wochenstundenplan, ja, wo insgesamt 3 Stunden Gruppentherapie stattfinden. Es gibt ein Einzelgespräch pro Woche, es gibt regelmäßig Bewegungstherapie, Musiktherapie und auch Kunst- und Gestaltungstherapie, Entspannungsverfahren und dazu noch, wir nennen das indikative Gruppen, also für den Einzelnen extra verordnete Therapien. Gut, herzlichen Dank für das interessante Gespräch und viel Erfolg auch mit Ihrer Abteilung hier und gutes Gelingen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Liebe Zuschauer, gehen Sie ins Internet www.tvturing.de oder www.leopoldina.de. Da gibt es alle Sendungen nochmal zum Ansehen und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen und tschüss.